Hallo, grüß euch alle miteinander zu einer neuen Folge von CryptoTV. Diese Videofolge jetzt ist der Abschluss zu meiner Videoserie über die Großdemo in Wien, was letztes Wochenende am 5. September stattgefunden hat. Ich war ja anwesend an diesem Tag in Wien und habe natürlich dadurch von Ort die beste objektive Meinung mitbekommen, was damals an guten Sachen stattgefunden hat. Das ist auch passiert, aber leider auch an sehr desaströsen und ja, Sachen, die eigentlich nicht notwendig sein hätten müssen, sind auch geschehen. Ich habe die ganze Zeit natürlich die Kamera angehabt, also ist mir von Anfang bis zum Ende nichts entfallen. Es haben natürlich auch schon Gott sei Dank auch andere. Zwei, drei waren ja doch noch anwesend, die auch mitgefilmt haben, nicht nur ich, aber ich habe mit denen keinen Kontakt gehabt, die kennen die ja nicht. Ich war zu sehr an den Tag damit beschäftigt, ja, das alles, die Sprecher aufzuzeichnen. Man hätte mir sogar gewünscht, ein paar Teilnehmer zu interviewen oder so, aber ich musste mich halt entscheiden, nehme ich die Sprecher auf oder gehe unter die Teilnehmer und frage deren ihre Eindrücke. Also mit war ich also komplett vorher, vor der Demo, während und nach der Demo natürlich mit Filmen angenagelt und kann euch jetzt somit die besten Eindrücke bringen. Das ist sozusagen das Abschlussvideo jetzt, habe ich ja glaube ich schon erwähnt, zu dieser insgesamt 19, sagen wir mal 22-teiligen Serie der Wiener Großdemo über die Querdenker und mit und von den Querdenkern. Erstmal grob umsprochen, was in dem Video geht, und nachher gehen wir auf die Feinheiten ein. Es wird dieses Video ungefähr in drei Teile unterteilt sein. Der erste Teil ist einmal mein Statement zu allen Aktivisten in Österreich, die was, ja, vielleicht sich bitte einsetzen könnten jetzt da zu diesen Demos. Und der zweite Teil, da gehe ich dann genau auf. Ja, wo Manuel Mitas mit der Jenny die Regenbogenfahne zerrissen haben. Das habe ich auch von Anfang an bis zum Ende gefilmt. Das werde ich dann jetzt da veröffentlichen. Es war bis jetzt bei mir unveröffentlicht, dieser Teil. Ansonsten habe ich eigentlich ziemlich alles veröffentlicht. Und auch auf diese Reichsbürgersache von Samuel Eckert werde ich auch extra in diesem Video eingehen. Das habe ich auch nicht veröffentlicht. Da werde ich leider auch viel zensieren müssen. Und ja, und am Schluss lade ich dann euch noch zu einem Spaziergang ein, den ich, bevor die Demo stattgefunden hat, habe ich in Wien mit einem schönen Spaziergang genossen, habe Wien angeschaut, einen schönen Spaziergang und da habe ich ein paar Videoaufnahmen gemacht, die nehme ich auch natürlich zu den Eindrücken mit ein. So, mal grob spannend, diese drei, ja, sagen wir mal, Episoden geht es in diesem Video heute. Okay. Damit mache ich jetzt mal ganz kurz einen Cut und melde mich dann gleich wieder, wenn es dann weitergeht mit dem Teil, wo ich die ganzen Aktivisten in Österreich, vor allem die in Salzburg, kann ich schon mal ansprechen. Denn ich bin jetzt schon seit über 15 Jahren in Salzburg in den verschiedensten Bewegungen, Vereinen, Genossenschaften, sogar Parteien unterwegs gewesen und da habe ich unzählige Akteure beim Aktivismus und Teilnehmer beim Aktivismus kennengelernt. Und ich spreche es dann gleich im nächsten Part an. Bis gleich. Hallo, ihr seid eh noch da. Cool, okay. Können wir mal im ersten Part von dem Video zu euch Aktivisten, die was an so Veranstaltungen, Kundgebungen, Demos und so weiter, was anderen Versammlungen teilnehmen. Und die auch diejenigen, die sie alle immer veranstalten. Wie erwähnt, in den 15 Jahren habe ich in Salzburg einmal alle durchgestottert, habe ich tolle Erlebnisse gehabt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Erlebnisse damals dumm waren, ganz im Gegenteil nämlich. Ich erwähne jetzt nur diejenigen, mit denen ich positive, tolle Erlebnisse gemacht gehabt habe. Die, was mich schon generell von Anfang an abblitzen haben lassen mit den Ideen für die echten, wahren Menschenrechte. Die sind für mich sowieso unwichtig und unnötig, die erwähne ich erst heute gar nicht. Aber kommen wir mal zu denen, wo ich ganz tolle Sachen erlebt habe, aber, jetzt kommt das Aber, seit Corona ich nicht mehr sehe. Auf einmal wie von Erdboden verschwunden sind.
Und okay, lange Rede, kurzer Sinn, das wird wieder ein sehr umfangreiches Thema und Video vor allem heute. Es ist nicht chronologisch, was ich jetzt hier mache, ja, aber weil ich eben jetzt gerade vor kurzem die von vier Kabeln kennengelernt habe, natürlich, die was natürlich für die Verkabelungssachen auf der Straße. Ja, damit jetzt die ersten natürlich munter sind und mir richtig folgen können. Wo sind jetzt die Verkabler? Die habe ich so auf den Corona-Versammlungen bis jetzt nur weniger gesehen. Scheint also Corona mal nicht so wichtig zu sein. Dann tun wir es einfach einmal weg. Was haben wir denn noch? Ach, vor Jahren, genau. Die EU-Austrittsvolksbegehren, wann war das? Im Juni, 1. Juni 2015, wo wir das so, ja, wirklich versucht haben, das Beste dafür zu machen. Wo seid ihr? Ich habe euch bis jetzt noch nicht gesehen, seit Corona da ist. Hat euch Corona schon niedergerafft? Ist Corona wirklich... Hatte Herr Kurz echt recht, dass ich erleben werde, dass ich mehrere tausende Menschen, die ich kenne, nicht mehr da sein werden. Seid sie verstorben oder wie? Was sagt sie alle? Also weg, okay, dann muss ich alle wegtun. Ach ja, genau, wo seid ihr? Ha? Wo ich so fleißig so viele Aufkleber verteilt habe. Oder so Buttons zum Anheften von, ja. Atomkraft, nein danke. Wie war das damals bei Fukushima, wie wir wieder auf die Straßen in Salzburg gegangen sind, zum Wackersdorf-Denkmal sind wir in Salzburg damals gegangen, wie Fukushima da war. Da waren wir so viele Leute und haben uns doch erinnert, wie das Volksbegehren doch einmal was gebracht hat. Klar, die meisten Volksbegehren sind wie die Würste, wenn man es dann eingereicht hat. Es passiert eh nichts. Aber eines doch, das gegen Wackersdorf, das hat was genutzt. Dass da wirklich um allerlei Leben ging. Und jetzt ist es wieder soweit. Also, was sagt ihr? Doch immer wichtig. Du hast halt mal vorläufig weg. Vielleicht kommt das alles jetzt wieder zurück, was ich da wegwirf. Aber es muss dann von euch auskommen. Ich spreche jetzt mal nur an. Ach ja, Mensch Gott, na. Die ganzen TTIP und CETA-Demos, wo ich schon mitgefilmt habe. 3, 4 Demos habe ich mitbegleitet da, gell? Ach ja, man kann ja alles auf meinem YouTube-Kanal finden. Also 2.000, 3.000 Leute waren wir da damals. Wo seid ihr jetzt alle? Ist jetzt weniger gefährlich. Ach Gott, nur Zeitgeist. Ja klar, also Buttons zum Anheften natürlich, oder? Natürlich sehr viele Videos haben wir da verteilt gehabt, ja. Ich weiß noch, wie stundenlang, wie wir die da in den Papier eingewickelt haben, die Zeitgeist-Videos. Ach, 2007 oder 2008. Was hat sie jetzt alle? Sagt sie jetzt schon, weil schon so lange her ist, an Altersschwäche verstorben oder hat euch der Corona den Rest gegeben, weil sie so alt seid? Wie finde ich nicht mehr? Ach ja. Ja genau. Flucht ist kein Verbrechen, oder? Wo wir noch dafür eingestanden sind, alle miteinander, dass wir die Flüchtlinge schon ein bisschen mehr unterstützen müssen, in dem Fall, weil wir, der Westen, die NATO-Verbünden, die es ja sind, die was den Nahen Osten und Afrika und andere Länder mit Bomben die Städte übersehen, ja. Und dann müssen sie ja flüchten, weil wir diese Bomben werfen. Da müssen wir den Flüchtlingen echt mal beistehen. Dieses Bombenabwerfen da aufheben, das... wo sind sie die ganzen Menschen auch bei der Demo in Ramstein, da wo die Relaisstation nämlich ist, damit diese Drohnenflugzeuge im Nahen Osten überhaupt über Amerika gesteuert werden können. Wegen der Erdkrümmung können sie nicht direkt steuern. Darum brauchten sie die Relais in Deutschland, wo dann die Drohnenflieger gesteuert werden können. Informiert euch, recherchiert euch, hört euch jetzt darüber auch keinen Vortrag. Ja? Das wäre zu umfangreich. Was hat sie da alle? Ja, dass solche Flüchtlinge dann immer zustande kommen müssen, diese armen Menschen. Ist das passé oder wie? Was hat sie da? Das hat mit dem Thema jetzt alles zu tun. Das greift das alles ineinander mit Zwangsimpfung, Mikrochipping, Bargeldabschaffung, ja. Die Grenzen wieder komplett schlimm aufgebaut, nicht nur in den äußeren Staatsgrenzen, was uns wohl
nachweislich vor Verbrechern und so weiter schützen sollen und Kriegsakteuren, das ist eh wirklich, sollte man schon fördern, aber die inneren Grenzen von der Haustür bestimme immer ich selbst. Ach ja, Mensch. Die Montagsmahnwachen, wann war das? 2013 bis 15 oder so, um den Daumen gepeilt, ich weiß ja auch nicht mehr. Habe ich auch mit 4, 5 tollen engagierten Menschen aufgezogen in Salzburg. Was sagt ihr jetzt? Bitte. Es ist jetzt wieder notwendiger als wie damals denn je. Ach, ist das jetzt gut? Ach ja, die Grünen in Salzburg und der Verkehr, Verein Verkehr, wo wir uns für bessere Straßenwesen eingesetzt haben und mit den grünen blühenden Straßenfesten und den Gehzeugaktionen und so viele verschiedene Aktionen, was wir da seit den 15 Jahren aufgezogen haben, mit Critical Mass möchte ich nicht vergessen, ja. Wo ist jetzt Verkehr und die Grünen? Ich will jetzt nicht die Debatte wieder aufkeimen lassen, mit der ich mich unbeliebt gemacht habe bei den Grünen und bei Verkehr, mit denen, warum ich finde, dass wir jetzt auf die Straße gehen sollen. Aber was sollten jetzt die, was mir zustimmen aus Verkehr und die Grünen, so nur die Teilnehmer, das auch mal ansprechen drinnen? Weil, oder seid ihr jetzt weg? Das wäre zu schade, es hat zu viele. Ach ja, Mensch Gott, nur die Freie Weltbewegung, ja. Wo es auch tolle Sachen zum Verteilen gegeben hat, wo wir uns dann, zuerst haben wir keine Freie Weltbewegung, sondern haben uns als Partei deklariert gehabt, ja. Was wir weggeschmissen haben dann als Partei und uns dann in eine Freie Weltbewegung ummodelliert haben, ja. Als Partei nichts erreicht haben in den ersten 12 Jahren. 2001 ist die Partei, haben wir es gegründet. Ja, da war ich dann auch natürlich Bezirksvorstand von den Violetten, haben uns noch haben uns genannt. Habe ich dann auch verlassen, weil keiner mehr an irgendwas teilnehmen wollte, ja? Weil sie alle die Hosen voll gehabt haben wahrscheinlich. Das soll ich echt mal sagen, schmeiße ich halt wieder auch diese Bewegung und diese Partei weg. Ach, die Piratenpartei hat ja auch nichts genutzt, oder? Ja, da hat man mir auch eine weiße Fahne mit dem Klaus Klatz bei Radio Okitok, habe ich auch Radio Okitok verlassen, weil es einfach so nicht geht. So interviewt man und moderiert man keine Gäste. Man muss bei fadenscheinigen Menschen, was man einladet, schon ein bisschen kritischer und vorsichtiger sein. Aber da hat mir ein sehr wohlgesinnter Mensch bei uns am Fest, als Medienfestival, das ich mit ihm veranstaltet habe, die Fahne geschenkt. Ja, hat es viel wohl gemeint. Ja, was hat sie alle anderen, die solche Ideen schon gehabt haben, ja? Seid sie jetzt weg? Wie einer hat gemeint, ja, eine Wäscheklammer da irgendwo anheften, als Erkennungszeichen, dass wir viele sind, ja? Das war schon vor 2013 bis 2015 eine Idee. Was haben die vielen, die das bei Facebook gepostet haben, die Salzburger Freunde? Haben das viele haben das gepostet, aber nicht nur Wäscheklammern. Ja, die ganzen Armbinden da, ja. Ja, auch, wo sind die ganzen Tier- und Weltschützer, ja. Es geht nicht nur um Tierleben, es geht auch um unser Leben, ja. Atomstrom habe ich schon erwähnt, was hat sie alle? Ha? Machen wir doch mal so miteinander alle. Eure Ideen sind super, ja, aber was hat sie jetzt bei den... die Stand-up for Love Veranstaltung gewesen in Salzburg, die wir vor Monaten veranstaltet haben. Da waren wir nur 700. Aber ihr alle, die ich jetzt anspreche, nicht. Weil wenn ihr alle da gewesen wärt, dann wären wir rechnerisch, ja, waren die 10.000 gewesen, ja. Ich bin ja nicht nur nicht fertig, ja. Wenn nicht mehr hätten eigentlich so kommen können, was ich jetzt nur erwähnen werde, ja. Ja, Anbinde, weißt du, ja, des Friedens, klar. Aber ihr seid nicht da. Ach ja, zum Beispiel da die ganzen Friedensfeste, ja, die was wir veranstaltet haben. Frieden jetzt, weltweit steht auf dem Button drauf und da, wir zahlen eure Krise nicht, ja. Wir zahlen eure Krise nicht, das war der Button, den habe ich mal, boah, wann war denn das? 2008 war die Occupy-Krise, also die Occupy-Bewegung auf der Wall Street unterwegs. Es haben dann mehrere Städte auf der Welt dann nachmachen wollen. Wir in Salzburg haben uns ja keine Tage später sofort organisiert und haben das zusammen gestaltet. Ich nenne bewusst keine Namen, nur die Bewegung Namen alleine. Und ich rede schnell, Entschuldigung, weil ich will nicht, dass das Video wieder so elend lang dauert, sonst beschimpft es mich ja wieder. Zumindest die Sachen dort, was ich angesprochen habe, die Occupy-Bewegung, ja.
Das war zum Beispiel die stille Revolution, ja. Zu zweit waren wir in Salzburg am Ende nur noch die ganze Zeit. Am Anfang waren wir auch so an die, ja, sagen wir mal 10, 20 Leute bei der allerersten zwei Veranstaltungen. Die habe ich und ein Freund gestaltet auch in Salzburg. Dann waren wir jahrelang immer nur zu zweit, maximal zu dritt. Was hat es dir von Anfang, warum hat sich das nicht dafür interessiert? Das war so 2006, 2007 herum. Es haben diese Sache dann 12 Städte in Deutschland, Schweiz und Österreich dann nachgemacht. Aber na gut, damals habe ich das transparent gemacht. Sei du selbst die Veränderung, die du wünschst in dieser Welt. Von Mahatma Gandhi. Na okay, das Transparente ist anscheinend für die Wurst, weil ihr seid ja alle nicht mehr da, die das vor 2007 schon mitgemacht habt. Ach ja, die Occupy-Bewegungen sind natürlich alle für die Wurst. Und die Friedensfeste, was wir gemacht haben, ja? Naja, okay, sind alle für die Wurst. Ganz egal. Ach Mensch, ja. Alles für die Wurst. Da, dies war anscheinend, wo ich mich für die regionale Gemeinwohlökonomie auf dem G20-Gipfel in Salzburg auf die Demo eingefunden habe, ja. Wo es auch um die Flüchtlinge ging und alles Mögliche, ja. Wo seid ihr heute? Ihr seid nicht da. Ach Gott, na, stattdessen gibt es andere Probleme. Die Regenbogenflagge, oder wie? Also ich muss euch echt sagen, ich setze da an meiner Wand, das ist ein uraltes, das habe ich vor 8, 9 Jahren auf die Wand gemalt. Und warum, werde ich dann genauer erklären im zweiten Teil, wo es dann um die Regenbogenfahne geht. Und darüber, da werde ich dann jetzt eigentlich gleich überleiten, würde ich sagen, oder? Weil, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe euch alle angesprochen, ihr seht, die Couch ist jetzt leer. Die ganzen Leute, die vorher auf meiner Couch, die jahrelang, den 50 Jahren eingeladen gehabt haben, wo seid ihr jetzt, die mit mir da gesessen seid? Die habe ich jetzt alle, nicht ich weggetan, sondern ich habe nur den Staub weggewischt, den ihr jetzt gerade gesehen habt. Das, was jetzt dort vorher waren, die Transparente, die Buttons, die Flyer, die Aufkleber, das waren eigentlich nur irgendwelche alte Schatten, die ich jetzt noch weggewischt habe. Jetzt seht ihr eine Huckerlanik da, nur mit meiner Regenbogenflagge. Und warum das anscheinend ein Problem ist, besprechen wir das einfach mal im zweiten Teil, okay? Und dazu kommen wir jetzt dann auch zum Video, nämlich. Okay, bis gleich. Okay, jetzt bin ich wieder da. Danke, dass ihr gewartet habt, dass ihr dabei seid. Ich habe jetzt nochmal kurz wegen dem letzten Part, was ich zu euch gesagt habe, nochmal kurz ein bisschen reflektiert. Und da ist mir eben noch aufgefallen, das habe ich mir dann da auf den Zettel noch geschrieben, dass ich es jetzt nicht gleich vorab vergieße, bevor ich zu dem Regenbogenflaggenattentat komme. Aber okay, die ganzen Vereine, Genossenschaften, Parteien und etc., was ich erwähnt habe, ja, das war bei weitem die Hälfte noch nicht. Ich hätte viel mehr erwähnen können. Aber wir wollen es ja eben erstens mal nicht verzetteln. Ich habe es einfach nur also schade gefunden. Ich bin so aufgeregt, ob mein Lord. Ich stotter etwas zusammen, habe ich ja bei den Videoaufnahmen vorher gesehen. Zu schnell und verschludere Worte. Aber so groben und ganzen versteht man mich schon. Aber ich trostle mich jetzt. Aber ich habe es eben schade gefunden, dass damals bei der Stand-up-Verlauf-Veranstaltungen und auch bei den friedlichen, stillen Protestspaziergängen und den meditativen, stillen Veranstaltungen für den Frieden in Salzburg in der Corona-Zeit kaum Leute da waren. Und die, was ich eben angesprochen habe, war mir alleinig, war bei weitem nicht die Hälfte, was ich an Bewegungen und alles kennengelernt habe. Aber für, ja. Ich verstehe es auch schon, wenn Sie es nicht gleich begreifen wollen, weil so speziell in den Themen wie
Mikrochipping, Zwangsimpfung, Bargeldabschaffung, Versklavung in den ganzen Sinne, ja, haben sich die anderen auch nie wirklich beschäftigt. Das habe ich auch niemand vor, da habe ich allen immer einen Vorsprung voraus gehabt als Journalist. Ja. Ich bin eben ein Investigativjournalist und da muss man schon sehr gründlich vorgehen. Und, aber jetzt wird es ihnen klar alle. Und jetzt kommen wir die erwähnten Beiträge zurück. Und jetzt hin einmal zur Regenbogenfahne. Das einzige Video, was sozusagen ich noch nicht veröffentlicht habe, war dies, wo Manuel Mitters und die Janet die Regenbogenfahne zerrissen haben. Hier, so ungefähr, so eine mit einem Herz drauf. Ja. Und ich will jetzt zu dem Video jetzt mal vorab gar nichts sagen, gar nichts erwähnen, will ich so auch gar nicht beeinflussen. Ich werde sich jetzt unkommentiert einfach mal einspielen, das komplette Video von Anfang bis zum Ende. Das ist dann sozusagen jetzt die Premiere auf Videoformat bei CryptoTV. Und danach werde ich erst einmal sagen, was ich davon halte. Ja, vorher solltet ihr euch eure Meinung selbst uneinvorgenommen von mir bilden können. Also sage ich jetzt nicht viel dazu, sondern spiele einfach mal das Video ein und bis dahin nachher sehen wir uns wieder. Also bis gleich, ich schalte jetzt mal auf meinen anderen Monitor um. Und wir müssen jetzt da eine Zeremonie machen, es hat sich leider früher ein Fehler eingeschlichen, den großartigen Menschen aufgefallen ist und die das jetzt erklären wollen, wieso das ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir das jetzt tun. Bitte. Hallo Wien! Ich hatte gerade einen sehr emotionalen Ausbruch und habe gesagt, diese Flagge hier kommt mir nicht auf die Bühne. Ich beschäftige mich seit Jahren mit Symbolik. Und ich glaube, dass einige von euch auch hier wissen, was das Doppelherz zu bedeuten hat. Und ich sage nein, ich werde keine Kinderschänder akzeptieren und werde genau das Richtige jetzt tun. Ihr seid kein Teil unserer Gesellschaft. Ihr seid kein Teil unserer Gesellschaft. Wir müssen unsere Kinder vor Kinderschänder schützen. Wir alle sind dafür verantwortlich. Ich selbst möchte auch noch ganz kurz ein paar Worte dazu verlieren. Ich bin ja freier Journalist. Seit 5 Jahren in dieser Thematik drinnen, was Kindesmissbrauch, rituellen Missbrauch angeht. Und deswegen haben wir, und dieser Mann war selber nicht in Kenntnis, also er ist jetzt nicht das Feind hier, wir haben ihn nur aufgeklärt, was das mit dieser Symbolik auf sich hat. Ja, hallo Wien. Jetzt weiß ich, warum ich hier heute stehe. Ich bin extra den Weg von Stuttgart hierher gekommen. Mir ist schon lange bewusst, dass auf diesem Abfall ganz viel mit Kindern geschieht. Dass Menschen- und Kinderhandel das zweitlukrativste Geschäft nach dem Öl ist. Was ich nicht wusste, ist, dass diese Fahne dieses Symbol dieser Individuen ist. Das sind keine Menschen. Das sind keine Menschen. Niemals nicht, wer sich an Kinder vergeht. Das ist doch schlimmer als jeder Politiker, der uns mit Corona Angst machen will. Individuen, die sich an Kindern vergehen, das ist noch viel schlimmer. Ich habe dazu auf Sputnik News, die Russen sind die einzigen Medien, die darüber, was meine Arbeit betrifft, darüber berichten. Macht euch schlau über dieses Thema. Es ist grausam und es findet überall orts statt. Epstein in Amerika, in Deutschland zieht sich die Tutu-Spur bis nach Deutschland. Und bei uns in Sachen, ich darf den Namen nicht sagen, gibt es auch einiges, was aufgearbeitet gehört und nicht aufgearbeitet wurde. So, danke, das war's auch schon wieder. Bitte, klärt die Menschen auf. Geht raus, sagt ihnen, sie müssen auf Symbole aufpassen, achten. Meine Lieben, das ist unsere Verantwortung. Und jeder, der so ein Symbol trägt, unterstützt Kinderschänder. Da sagen wir was? Nein! Da sagen wir was? Nein! Da sagen wir was?
Sehr geehrte Damen und Herren, dies war jetzt notwendig, damit auch viele, die vorher nicht gewusst haben, wie diese Symbole arbeiten, das jetzt gesehen haben. Und wir, und das waren jetzt alles, bis auf der Herr aus Stuttgart, Menschen, die sich in Österreich schon lange dafür engagieren, uns ist das aufgefallen, wir wollen das nicht haben und wir werden das nie wieder zulassen. Bitte noch einmal den geistigen Applaus für Dr. Per Eifler und jetzt machen wir ein bisschen Musik. Dankeschön. Okay, so viel mal zu dem Video. Ganz unkommentiert von mir gewesen. Falls ihr noch ein bisschen Zeit braucht, darüber zu reflektieren, schaltet jetzt mal einfach mal auf Pause. Und ansonsten möchte ich jetzt vielleicht noch ein paar Sachen zu beachten geben. So wie jetzt das jetzt da auf meinem Desktop, habe ich jetzt mal meinen Browser aufgemacht. Machen wir den einfach mal größer. Da seht ihr, ich muss mal mein Getränk wegtun, dass Salzburg 24 da einen Bericht gebracht hat von einer anderen Veranstaltung, an demselben Tag nämlich. Dort in Salzburg der Christopher D-Day stattgefunden. Also am selben Tag, wo Manuel Mitters und die Jenny die Regenbogenfahne zerrissen haben, hat in Salzburg der Christopher D-Day, Christopher Street Day, genau, so ist richtig, stattgefunden. Und wie ihr seht, da gibt es einen Bericht. Und keine Ahnung, ob jetzt wirklich Manuel Mitters davon gewusst hat und auch die Jenny, das kann ich nicht beurteilen, werde ich auch nicht, ja. Man muss jetzt sagen, Christopher Street Day wird normalerweise so Ende Juni oder Juli in Amerika gemacht, ja. Wobei in Köln würde jetzt dann erst irgendwann in Oktober stattfinden, ja. In Salzburg hat halt genau an dem Tag stattgefunden, ja. Dann kann man jetzt sagen, das haben die anderen untereinander gewusst, ja. Ist ein blöder, dämlicher Zufall. Und deswegen möchte ich doch auch eben das Wort eben an die Veranstalter von Querdenken legen. Ich meine, ich habe euch erst an dem Tag wirklich kennengelernt, vorher habe ich nicht gewusst, wer wirklich da drinnen steckt, wie ihr genau seid. Zu dem Part, wie ich den kennengelernt habe, komme ich dann später. Jetzt möchte ich mal nur über dieses Regenbogenflaggen-Thema bleiben. Ja. Ja, es ist so, dass die Presse sich jetzt darauf stürzt, eine Regenbogenflagge, die Symbol für homosexuelle Menschen geworden ist. Seit Anfang, mindestens spätestens dann seit dem Christopher Street Day in Amerika. Die Fahne selbst, was für Christopher Street Day oft benutzt wird, schaut aber, wenn man mal ganz genau nimmt, ein bisschen anders aus als wie die da von mir, die was eigentlich nur als reine Peace-Fahne zählt. Ja. Das sind die violetten Farben und so ein bisschen in einem anderen Farbton, dass man sie doch noch ein bisschen unterscheiden kann. Ja. Und das mal das eine einfach, ja. Da muss jeder seine eigene Meinung jetzt mal bilden, wie blöd es laufen kann, dass man gerade an so einem Tag, wo in Salzburg so eine Veranstaltung ist, so etwas macht. Als investigativer Journalist von Manuel Mitters kann man zwar nicht alles wirklich im Kopf haben, was in jeder Stadt stattfindet, das kann ich auch nicht haben, möchte ich auch noch erwähnen. Ach ja, das Thema Pädophilie, ja, gehen wir einfach mal dahin, ja. Ihr habt es ja gesehen, warten wir einfach mal noch da. Ah, mal dies hier weg. Ihr seht es da noch, an meiner Wand, die Regenbogen Spirale, ja. Ich habe da auch schon vor vielen Jahren, weil ich als Heilpraktiker viel gearbeitet habe, viele Heilsymbole in Holz geschnitzt. Ja. Und das ist eines davon, was ich vor vielen Jahren einmal für mich selber gemacht habe. Auch Regenbogen mit Spiralen in beiden Seiten war mir wichtig, dass beide Seiten ausgeglichen sind. Mit grün-blau heilsame, schützende Farben. Zumindest, und das geht es auch nicht, eben, dass die Regenbogen und Spiralen an sich ein altes, schamanisches, heilpraktisches Wissen ist. Ja? Weil die Jenny ja auch in dem Video erwähnt hat, dass sie sich ja schon lange mit Symbolik und so allen Sachen beschäftigt und sich da gut auskennt. Und darum wird sie mir zu sicher auch zustimmen, dass die Spirale
im schamanischen Bereich schon sehr viel für Heilpraktiken und generell als die Spirale, als das Symbol der Galaxie an sich erachtet wird, wenn man ganz an die Wurzel geht, ja, an das, wo man sieht, dass das ganze Leben in der Galaxie ein kollektives Multibewusstsein ist und wir deswegen aneinander achten sollen, ja, das will die Spirale sagen. Je nachdem, ob links oder rechts drehen, kann die Spirale absaugend oder eine gebende Energie sein, ja. Warum spreche ich die Spirale an? Ja, schaut einfach mal daher auf meinen Monitor. Wenn wir mal das bestimmte Symbol ansprechen, was die Jenny gesprochen hat, was in pädophilen Zeichen unterwegs ist, dann schaut dieses Symbol hier so aus. Ja, also, dieses Symbol hat die Jenny gemeint, ist dieses pädophilen Zeichen, das man oft in vernehmlichen Firmenlogos oder auf Straßengraffitis findet, wo man Kinder verkauft auf den Straßen. Und damit, das hat sie mit dieser Fahne, was sie zerrissen hat, gleichgesetzt, ja? Das ineinander verschachtelte Herz, also die zwei Herzen. Es geht immer um zwei. Das ist nicht das Symbol, wo es um Mädchenpädophilie geht, wenn es ums Herz geht, ja? Wenn es zum Beispiel um Jungen gehen soll, dann schaut das Symbol so aus. Seht ihr, dann ist kein Herz, dann ist es ein Dreieck. Aber auch wieder zwei Dreiecke oder zwei Herzen. Wir sind in einer Spiralenform angeordnet, ja? Ja, okay. Ich bin auf der Demo auch mit der Fahne anwesend gewesen. Die habe ich mir am Rucksack umgeschnallt gehabt und die Fahne habe ich mir dann um den Rucksack so hinten drüber gebunden, damit der Rucksack mit der Fahne komplett verdeckt ist. Wie die Fahne zerrissen haben, ist mir echt schier geworden. Ich habe dann Angst gekriegt sogar. Ganz, dass mir die Leute mit Heugabeln und den Fackeln niederstrecken, aber mir sind die Alarmglocken sofort in den Bereich gekommen, wie schnell dann etwas, wenn sich einer was Gutes denkt, in guten Glauben was Gutes zu tun, ja, aber mit einem, durch Missverständnisse eines anderen, der eine Menschenmasse hinter sich scharen kann, dann demjenigen an den Hals setzt und dann etwas Gutes in Keim mit diesen Scharen erstickt. Und alle meinen es noch gut. Die Scharen, die was auf den einhocken, meinen es angeblich gut und der, was eingehackt wird, hat es auch gut gemeint. Und gewonnen hat dann wiederum die was uns gespalten haben. Passt auf, Manuel und Jenny, was ihr da zerreißt. Weil wie gesagt, ich spreche gerade die Spirale an in dem Zeichen. Primär schaut das Symbol so aus. Ja? Jagt bei mir jetzt dann auch, weil ich auf der Wand eine Spirale in Regenbogenform angebracht habe. Wo fängt die Grenze an und wo geht's los? Weil, wenn man mal die Fahne, was sie zerrissen hat, genau betrachtet, war das keine Spirale, sondern das Herz war ineinander verschachtelt und nicht in einer Spiralenform miteinander verbunden. Und nur dazu nicht zwei Herzen oder zwei Dreiecke von mir aus in der Regenbogenfahne, sondern es waren sechs Stück. Sechs Stück deswegen, weil sie die Farben des einzelnen Regenbogen ergeben sollen, die auf der Fahne sind. Also es steht das Herz für den Regenbogen, für nichts anderes. Bin mir sicher, dass ihr das übersehen habt, ob das eine Torschlusspanik oder eine Kurzschlussreaktion war. Ich glaube, dass das nichts Angemeldetes war, sondern spontan von euch eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob von dir als erstes, Jenny, oder von Manuel. Aber von Anfang euch beiden ist es, so wie es ich beobachtet habe, logisch Schlussfolgerung an den Tag, mitbekommen habe, aufgefallen, dass einer von euch beiden eine Kurzschlussreaktion gekriegt hat, weil er die Fahne gesehen hat. Und dann auf einmal kurz zuvor vielleicht an pädophilen Sachen gedacht hat und sich geärgert hat, warum das Thema nicht gut durchkommt. Und ich finde das auch schade. Und skandalös, dass man das, die Kindesmissbrauchsfälle und alles, was in den Satanismusbereich auch reingeht, in den Medien so verschwiegen wird. Dafür haben wir auch schon oft genug eingesetzt und dazu auch schon eine Playliste erstellt, die zeige ich dann. Ja. Bleiben wir noch beim Thema von der Flagge. Wo hört dann der Unterschied auf, wenn es Regenbogen- und Spiralen-Symbolik-Verknüpfungen auch dann zu jagen? Oder nur mit Herzen? Geht es nur um das, dass man dann nur die Mädchen
dagegen sind oder auch die Buben, die in Dreiecken unterwegs sein müssen, leider, ja. Es ist zwar ungerecht, dass die Presse euch jetzt sagt, ihr habt was gegen Homosexualität ausgesprochen, dass ihr mit der Aussage, ihr seid kein Teil mehr unserer Gesellschaft, wir schließen euch aus oder so, jetzt mal laut nach dem Gedächtnisprotokoll von mir, hast du so gesagt, ungefähr, Jenny. Und das hat aber nicht bedeutet, dass du damit die homosexuelle Bewegung gemeint hast, sondern nur die Menschen, die was Kinder schenken, in jedweiliger Form auch immer. Ob es ein Satanismus oder ein normaler, etwaig abschauungswürdiger Kindesmissbrauch es sich handelt. Und mehr kann man euch auch nicht vorwerfen, wo es eigentlich nichts zum Vorwerfen gibt. Wobei ich doch sagen soll, das Zerreißen mit der Friedensfahne hat mich doch schockiert, das hätte ich schon sparen können, weil das hat jetzt viele Menschen erschreckt. Deswegen ist es einer der zwei Gründe, warum dann noch die Hälfte der Menschen die Demonstration verlassen haben. Weil viele haben schon gemerkt, dass da etwas falsch recherchiert ist über die Friedensfahne mit dem Herzsymbol. Da hat die Dunkelmacht auch viel Angst in uns erweckt. Und der zweite Teil, warum noch die Menschen gegangen sind, war dies mit den Reichsbürgern. Das ist nachher noch der Friedensflaggenmisere ansprechen werde. Ja. Da sind dann die anderen Menschen gegangen. Und wenn ihr nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen wollt, unnötig, bitte, ist das Video jetzt gerade wichtig, auch für euch Veranstalter, dass ich euch da auch noch etwas aufzeige, dass man etwas eben auch erst dann veröffentlicht, wenn man selbst noch recherchiert hat. Man muss sich echt auskennen, weil sonst zerreißen an die Leute. Ich mache das jetzt so lang, über Jahrzehnte mache ich jetzt das schon und Stolpersteine kann man gut vermeiden, wenn man vielleicht ein bisschen Orte für offen hat. So, ich schaue jetzt nochmal, ich mache jetzt nochmal einen Neustart bei der Kamera, weil ich kann nur so circa eine Viertelstunde aufnehmen. Dann muss ich die Kamera neu starten. Ich habe nicht so das tolle Equipment. Bis gleich. Okay, da bin ich jetzt wieder. Gut, also, bam, bam, bam. Ihr seht da eben auch noch im Vergleich das mit dem Herz, dass das so jetzt nicht stimmig ist. Es gibt noch ein zweites pädophilen Zeichen bei der Mädchenliebe, die schaut dann so aus. Viele haben dann ihre Logos dann umgeändert, nachdem das so bekannt wurde, wo eben solche nicht zu bestreitende Symbole wie diese und jene da für Kindespädophilie und allen schlimmen Sachen handelt, ja. Aber man darf doch nicht jeder gleich sagen lassen, weil jetzt zum Beispiel ein paar Schmetterlinge irgendwo benutzt oder so, es ist gleich MK Ultra. So ein anderes Thema will ich jetzt nicht genau groß erklären. Da gibt es auch viele Missverständnisse, wo gut die Friedensbewegungen den Schmetterling für das Symbol der Evolution benutzen wollen und dann von gut gemeinten anderen Aktivisten denunziert werden, weil sie es irgendwo Doku gehört haben, dass MK Ultra das Symbol des Monarchfalters benutzen. Ja? Was unbestreitbar ist, aber deswegen kann man nicht alle, die den Schmetterling benutzen, dann gleich auch mit in dieselbe Schiene schmeißen. Versteht ihr, was ich meine? Okay, so viel eben da jetzt zu dem grausigen Thema. Und dass man, der Manuel auch in einem Statement gesagt hat, ja, das Peace-Zeichen, ja, mache ich einfach mal da auf, wird er auch missverstanden, weil da möchte ich ihm nicht widersprechen, hier zu sehen, dies, was hier wie ein Peace-Zeichen hier aussieht, ja, die Ür Rune ist. Und die Ür-Rune, die steht eben für Tod, Ende und alles. Also für einen Menschen, der aufrecht gestolpert ist, am Boden liegt. Ja, es kann dann sinnbildlich für eine Idee stehen oder auch für eine körperlich-physische Sache, psychische Sache. Dafür steht das Ür in komplexen Überthema. Und zum Beispiel die Algis-Rune, die sieht so aus, ja, das Peace-Zeichen wurde aus einer Rune entlehnt. Wo man da noch von einer Theorie spricht, allgemein muss man schon dem zustimmen, dass es sich um eine Rune handelt, nämlich um die Algis-Rune, den aufrecht stehenden Menschen hier.
Ja, was eben damit ein bisschen bildigt, er steht, er fällt nicht um. Also, mit dem ist alles möglich. Er ist verbunden, die Armen zur Göttlichen gestreckt, empfängt die vollkommene Energie, Macht, Kraft und Talente und alles Mögliche, um alles umsetzen zu können. Steht eben so fürs Leben. Leben an sich, für ihn oder für eine Idee. Nun gut. Die Janice sagt ja, sie hat sich viel mit Symboliken beschäftigt und alles, und auch andere wissen, ich hoffe auch sie, dass dies nun eben in sich keine Symbole sind, sondern die Algis und die Ur sind Zeichen. Das hier sind Zeichen, ja. Und erst dann, wenn man hier einen Kreis reinbringt, also dieses Zeichen in einen Kreis reinsetzt, sodass dann um dieses Zeichen hier oder hier, hier wie beim Peace-Zeichen, hier zu sehen auch, dann wird es wird dieses Zeichen zu einem Symbol. Und wenn es, dadurch wird es zu einem Symbol, Symbolon, es bekommt dann eine bildhafte Gewalt, ja, in die Materie. Durch den Rand, dieser Kreis besteht aus einem runden Rand um dieses Zeichen herum und gibt ihm damit Dimension, ja, eine Fläche, eine Dimension, in der sie sich ausgebreitet hat. Und so schaut das Peace-Zeichen aus. Und darum habe ich auch hier auf meiner Fahne deswegen auch umgedreht. Hier mein Peace-Zeichen könnt ihr sehen, dass ich hier die Algis-Rune benutze, nicht die Ür. Aber wenn einer trotzdem noch dieses alte Peace-Zeichen wie hier benutzen würde, ja, würde ich dem nicht sagen, ich schließe ihn von der Gesellschaft aus oder sonst irgendwas. Aber wenn ich sehe, dass er dafür empfänglich ist für das Thema, würde ich es ihm vielleicht erklären. Aber da kann man auch nicht jeden gleich damit über die Tür stolpern mit diesem Thema. Und das will ich damit auch jetzt meinen. Dieses Thema hat jetzt kurz dabei einmal auf der Corona-Veranstaltung nichts verloren, das Pädophilen-Thema. Obwohl es so wichtig ist. Denn jetzt geht es darum, dass die Menschen alle, auch die, was nachher durch sowas verschreckt und verzweifelt werden, müssen wir jetzt bekommen, ja, dass sie sich mitbewegen auf solchen Demos. Und wir haben ja so viele Leute durch den verschreckt, was gut dabei gestanden waren. Ihr habt es ja gesehen, es haben noch weniger Menschen da gewesen auf der Demo. Es muss jetzt primär gehen darum, um die Maßnahmen, die jetzt falsch eingesetzt worden sind. Die will jetzt auch nicht groß aufklopfen, ihr habt es ja im Video gesehen. Ja, somit glaube ich, habe ich mal das Thema mit der Flagge durch. Jetzt kommen wir zu dem reichsdeutschen Thema, was der Samuel Eckert durchgebracht hat. Dieses Video werden wir also gar nicht, werde ich gar nicht veröffentlichen, so wie ich es jetzt mit der Regenbogenfahnen-Desaster-Video gemacht habe. Entschuldigung, wenn ich es Regenbogen-Desaster-Video nenne. Es kommt so spontan aus mir heraus. Ja, okay, also mit zum zweiten Teil sehen wir uns jetzt dann, wo es um den Auftritt über die Reichsbürger geht, um den zweiten Skandal, der dann den Rest der Teilnehmer auf der Demo von der Demo bewegt hat, sodass dann nicht einmal ganz die Hälfte sogar anwesend waren, nach der Hälfte der Demo. Also dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Okay. Entschuldigung, ich schaue echt schon fertig aus, habe ich auf den Videos gesehen. Ich bin jetzt, ich muss bedenken, am Samstag um 3 in der Früh bin ich am Flughafen abgeholt worden mit dem Bus, um nach Wien zu fahren. Natürlich habe ich da davor auch nicht geschlafen. Da war ich am ganzen Samstag schon in der Früh am Montag. Dann beim Heimkommen das Videomaterial durchsichten. Und dann gleich die Presse hat sich auch gleich natürlich draufgehaut, ja. Da komme ich aber noch nur drauf und das, da habe ich natürlich alles bis jetzt durchgemacht. Also heute ist Montag. Wahnsinn, ja, Montag. Bis dahin habe ich zweimal Baunapping gemacht. Da brauche ich auch mal Zigaretten. Okay. Habe ich irgendwas in den letzten Teilen noch vergessen gehabt? Das werde ich sonst am Schluss noch irgendwie einbauen können. Genau.
Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Part. Da werde ich jetzt wieder den Desktop, die Bildschirmübertragung einschalten. Okay, wir hatten gesagt, was ich eben nicht zeigen werde, die Zerreißen der Regenbogenfahne und die Statement dazu von der Jenny und dem Manu habe ich euch gezeigt, aber dieses Video, genau, das ist der Samuel Eckert. Hallo! So, da schaltet den Ton aus. Dieses Video Samuel Eckert, da muss ich auch sagen, war ziemlich nicht gerade kollegial, wie das der Samuel Eckert gestaltet hat. Der ist eingeladen worden, oder besser gesagt, die deutsche Querdenkergruppe hat darum gebeten, dass die österreichische Querdenkergruppe noch schnell dazwischen gequetscht werden könnten an diesem Samstag. Denn die Teilnehmerliste und alles ist am ursprünglich ganz anders da gewesen. Nur viel, viel weniger Teilnehmer, sodass die alle Zeit gehabt hätten, in diesem kurzen Zeitraum zu sprechen. Und wenn man mal schaut, das Video alleine jetzt von Samuel, das dauert 29 Minuten und 53 Sekunden. Ja, also fast eine halbe Stunde lang. Mit Vor- und Nachher muss man auch noch rechnen, so eine gute halbe Stunde, ja. Wo die anderen, wenn man mal da schaut, an Zeitangaben maximal 12, 13 Minuten gehabt haben. Die allermeisten gerade nur 5 Minuten im Querschnitt. Und der Samuel Eckert hat meiner Meinung nach ein paar Leute eingeladen, von denen die Querdenken-Demo in Wien auch nichts gewusst haben, wie eben zum Beispiel diese Reichsbürger. Ja. Man geht eben an, da wird er begrüßt. Da wird er begrüßt und da spricht er jetzt ziemlich lang, der Manuel Eckert. Da seht ihr die Eintritte, genau. Und ab der sechsten Minute dann ladet er hier diese Dame ein, die hat Angststörungen, sagt er eben. Das glauben wir alle und dafür wünscht mir alles Gute der Dame. Aber wie es um den Vortrag vorher schon gegangen ist, ging es um den Reichstag bei ihm, ja. Und auch bei ihr sieht man das auch im Video ganz schön, da wird dann die Szene in den Reichstag eingeblendet. Wie hier, da sieht man, wie der Samuel Eckert da drauf, wie auch von den Journalisten da auf dem Dach zu sehen waren, also das war das so eine geplante Aktion gewesen, war das mit dem Reichstag. So gesehen an sich gibt es nichts Schlimmes, sich dagegen zu äußern, dass das nicht fair abgelaufen ist mit der Bewertung der Medien gegenüber der Querdenker. Jedoch, was ich negativ bewerte an den Samuel Eckert, ist, dass er dann danach nicht eben da diese Dame hier eingeladen hatte, sondern die da, ja. Die haben, bitte, selber wie mit der Fahne zerreißen, ja, Menschen zu schockieren, ja. Es geht jetzt nicht um das Thema, dass man die verunglimpft Nazi nennt, sondern dass das Monarchisten wären. Erstens einmal, wir leben jetzt in Corona-Zeitalter, da haben wir erkannt, dass egal welches System damals war, ob es um eine Spur besser war wie das heutige oder sonst was, ja. Die haben alle nicht funktioniert und wir auf den Demos wollen neue Reformen. Wir wollen jetzt wirklich von uns heraus gerechte Reformen. Uns souverän dazu äußern, zu den Menschenrechten Punkten uns zu äußern, ja. Und das ist auch nicht in der Monarchie damals passiert, nicht in Hitler, nicht in den Reichsbürgerzeit. Nicht in der Weimarer Zeit, es war auch nicht so in den 70er, 60er, 90er Jahren bis jetzt, ja, so. Und das wollen wir, ja. Und solche Leute, die was schon eh schon als Nazi verunglimpft werden und normaler Mensch das gar nicht mehr nachrecherchieren kann anhand der Fülle der Themen, braucht man die Leute nicht nur mehr mit solchen Leuten schocken.
Und ich bin total gegen diese Reichsbürgergedanken. Ja? Und ich verstehe ja voll und ganz, dass wir sich da nur die Finger verbrennen und sonst gar nichts. Wir müssen jetzt an die Zukunft denken und nicht das, was in der Vergangenheit kappert hat. Ja? Wir müssen zwar daraus lernen, aus dem, was der Vergangenheit gehappert hat, aber nicht vielleicht irgendwelche Punkte aufgreifen, was in der Vergangenheit etwas besser funktioniert haben als heute. Ja? Also weg mit solchen Dreck. Ja? Ich sage das wirklich Dreck, ja? Weil man hat gesehen schon, wie jetzt, obwohl die Wiener Querdenken-Demo gar nicht gewusst haben, dass die da wirklich wirklich sprechen werden, sondern von Samuel Ecker über von der verhältnismäßig der Zeit, er hat nur dazu mindestens 15 Minuten überzogen hat, ja, durch den, dass er die alle eingebaut hat, ja. Er sieht es dort, ob lasst er den Inno sprechen, der zeigt halt alles so, wie es in der Demo in Berlin abgelaufen ist, aber vor allem da auch, wie es da am Sturm des Reichstages war, ja. Und dazu brauchen wir den Samuel Eckert, um uns das zu erklären. Denn der normale Mensch schaut Servus TV, der schaut ÖE, also für Österreich, 24. Diese zwei privaten Medien haben sie jetzt schon sehr rühmlich und löblich, objektiv und für uns Menschen beistehend berichtet über die Corona-Dilemma-Sachen, ja, und werden uns immer gut beistehen. Und gerade bei Ö24 gibt es einen wunderbaren, tollen Bericht über den Reichstag, ja. Mehr braucht man dann darüber auch gar nicht mehr wissen. Das reicht schon vollkommen aus, um im Bilde zu sein, ja. Da hat sich Ö24 sehr rühmlich dafür eingesetzt. Und Servus TV mit Bhakti und den ganzen Hangar 7 Talks und den ganzen Gesprächen, die sie schon mit den vielen hochkarätigen Doktoren, Professoren geleistet haben. Das haben wir schon gut informiert, aber noch an. Das ist so, ich sehe das so, wie solche Menschen da einzuladen, solche, ja. Als einen eigenen Reichstagsturz in unseren eigenen alternativen Medien, die wir uns selbst kaputt machen. Und ich das distanziere mich auch total davon, sodass ich das nur in Bildgewalt jetzt mit euch analysiere, aber zu dem, was da geäußert wird, was die da sagen, werde ich mich nicht öffentlich äußern. Das kommt unter meinen Ordner, der in meinem Laufwerk mit Zensur deklariert ist. Und da sind schon einige Sachen drinnen, die ich zensiert habe während den vielen Jahren meines Journalismus. Das, ja. Und da kommt jetzt das leider dazu. Okay, somit hoffe ich, habe ich das gut erklärt. Warum das wirklich verdammte blöde Scheiße war. Man darf einfach wirklich nicht, wieder an die Querdenken-Demo Wien, ich habe es ja schon erwähnt, kann sprechen lassen, wo man nicht vorher weiß, was da gesprochen wird. Das muss man sich im Ganzen anhören von denen. Ansonsten darf das nicht veröffentlicht werden, weil sonst passiert eben sowas. Das sind False-Flag-Attacken auf alle Fälle 100%. Es gibt zwar Orten von False-Flag-Attacken, welche False-Flag-Attacks, die was man sich selbst unwissend zuführt und welche, die was gesteuert auf einen zukommen. Welche es von beiden hier war, bei den Regenbogen und bei dem her, sei jedem selbst überlassen, da kann ich mal ehrlich gesagt keine Meinung bilden. Eines noch für die Reichsbürger alleine möchte ich noch erwähnen, dann haben wir den Part jetzt mit den Reichsbürger-Dingen auch durch und dann können wir zum letzten Part kommen. Das ist der Film hier über den Vorarlberger Rap-Sänger. Ich tue jetzt mal auf Großbild und mich weg. Da sieht man, wie er, der Vorarlberger, seine Songs alle veröffentlicht, aber dieses Intro hier, der Anfang von 1 Minute und 8 Sekunden, den habe ich weggelassen. Wer eigentlich nicht jetzt weiß, ob er gewusst hat, dass die hinter ihm stehen, ob ich das im Kontext mit denen machen wollte, glaube ich weniger, weil seine Lieder machte schon lange, bevor er die kennengelernt hat, dieser Rapper, ja. Und er spricht da recht viel und irgendwann sagt er dann, wir sollen jetzt alle wie so richtige Rapper die Hand so in die Höhe heben und dann so, oh, oh, yeah, yeah, hu, oh, wie bei einem Rapper halt gewöhnlich ist, so tun und animiert alle so auf. Und dann stehen aber die da im Hintergrund und dann bei einem Standbild könnte sich, wenn dann eine gemeine Presse auf einen zukommt, könnte die Presse hier so ein Standbild benutzen. Da,
Was ist, wenn man die Presse aus diesem Video und die, alles aus der Rede hier in den Kontext zieht und dann so ein Standbildfoto macht und veröffentlicht? Dann ist es scheißegal, ob der Zeitungsleser weiß oder nicht weiß, ob das jetzt Nazis sind, die da mit der Fahne, oder Reichsbürger sind oder ganz was anderes sind, ja. In diesem ganzen Kontext ist die Querdenken-Demo im Arsch. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich spiele jetzt das nochmal ganz kurz ab, was da gesagt wird. Damit man nicht nachsagen kann, ich ziehe jetzt da auch etwas aus dem Kontext. Denn, wie gesagt, ich bin investigativer Journalist. Ich lecke niemanden die Füße. Ich, auch wenn mir eine Nachricht nicht gefällt, und ich habe mich so gefreut auf die Querdenken-Demo, und im letzten Teil werde ich auch richtig darauf eingehen, aber wenn mir da was passiert, wie ist das mit der Fahne oder sowas, mit den Reichsbürgern, dann vergeht es mir. Und dann muss ich das auch objektiv so bringen, wie es mir stattgefunden hat, auch wenn mir das nicht schmeckt, was mir da vor die Füße geworfen wurde. Und darum werde ich auch dies jetzt hier abspielen. Und danach beenden wir das mit dem Thema Reichsbürger. Und dann kommen wir mal zu etwas Positivem. Okay, also, das ist jetzt eben, was ihr jetzt daran eine Minute, 8 Sekunden lang hören werdet. Das Video von den Vorarlberger, der sich vorher vorgestellt hat, und nach diesen 1 Minute 8 Sekunden habt ihr das Video schon auf meinem Kanal gesehen. Es geht dann nahtlos über mit diesen ersten Dingen, wo ich es rausgetan habe, weil ich nicht will, dass jetzt eine Songs mit dieser Fahne verunglimpft wird, weil ich eben noch nicht beurteilen kann, ob er damit überhaupt einverstanden war. Weil, wie gesagt, er steht da und die kamen jetzt erst rein, er hat hinten keine Augen. Okay, somit beginnen wir einfach mal so. Und dann, nach dem Ende dieses Videos, sehen wir uns gleich weiter mit dem letzten Part, dem angenehmen, positiven Part, wo wir meinen Spaziergang sehen werden und meine Eindrücke und so noch ein bisschen weiter härten werde. Eins möchte ich noch erwähnen, genau, hier gibt es noch ein Video, was ich hochgeladen habe, wo der Armin Elbs sich entschuldigt für diese Komplikationen. Da geht auch ganz genau hervor, wie er sich erklärt, dass er gar nicht gedacht hat, dass die so lange sprechen werden, dass einmal Eckert, und er erklärt es dann auch, wie schnell auf einmal die Thema Deutschland sich mit eingebracht hat, obwohl das zuerst nur eine reine Österreich-Thema hätte sein sollen am Samstag. Dreimal entschuldigt er sich während des Tages, und die habe ich dann dreimal gleich kurz und bündig aneinander geschnitten, wo man dann mit einer Farbblende auch unterscheiden kann. Okay, also das könnt ihr euch sozusagen im Video selber anschauen, und diesen Teil, den ich nicht veröffentlicht, nur den letzten da, werde ich jetzt abspielen, eine Minute lang, und dann sehen wir uns im letzten tollen Spaziergangteil weiter. Ich habe gefragt, geht's euch gut? Wir sind? Wir sind? Ich kann nicht hören, der Huber. Nochmal. Wir sind? Wieder! Wir sind? Wieder! Wow, wunderbare Menschen hier. Gebt noch mal Applaus für alle Menschen, die heute hier sind. Kurz zu mir. Ich bin ein Vorarlberger Musiker und habe ein paar Songs geschrieben in der Corona-Zeit. Bei uns in Vorarlberg war es ein großes Thema mit der Polizeigewalt, die ganzen Strafen, wo ausgesprochen worden sind. Die Menschen, die eingeschüchtert worden sind, und ich sage, das geht einfach nicht. So, wer ist alles gegen das System hier? Kann ich eure Hände haben für den ersten Song? Ich hoffe, ihr versteht mich im Dialekt. Okay, spielen wir den ersten Song. Die großen Medien sind Propagandamedien. Bitte alle Arme nach oben. Ich bin Nachricht für dich, Manager. Du hast schon alles gelaufen. Wir sind nicht verboten. Eure Zeit ist bald vorbei. Nun gut, herzlich willkommen zum letzten Teil, zum angenehmen Teil, denn es gab nicht nur Sachen, die mir persönlich, wie es euch dabei bei den Beispielen gegangen ist, weiß ich nicht. Also zumindest wisst ihr mal, wie ich darüber gedacht habe. Ich hoffe, ihr habt es mir nicht
sofern verstanden, dass jetzt die Querdenken-Veranstalter von Österreich irgendwie angeprangert habe, ich glaube eher auch, dass ich da eher aufgezeigt habe, dass da unwissentlich Sachen passiert sind. Bei Samuel Eckert, das war ja das Desaströseste. Und natürlich auch das von Manuel Mitters und der Jenny. Obwohl halt bei den letzten zwei genannten, das dann, wo ich ganz sicher bin, dass das nicht vorsätzlich gegen homosexuell gegolten hat, sondern sich da um das gegen die Pädophilen handelte. Ja. Und das ist doch wohl etwas, wo jeder zustimmen müsste, dass man dagegen wohl etwas tun müsste. Aber das mit der Friedensfahne war total schlecht recherchiert, wie ich mal sagen, Herr Manuel Mitters. Okay, und somit spiele ich jetzt einfach mal hier dieses Video ab, tue jetzt mal auf groß, und hier geht es jetzt darum, wie von dem Zeitpunkt weg, wo ich um 3 in der Früh am Flughafen abgeholt worden bin, bis zu dem Punkt, wo dann die eigentliche Demo mit den Sprechern angefangen hat. Und das da dazwischen, das kommt jetzt mit dem schönen Spaziergang durch Wien und so weiter und so fort. Okay, dazu spielen wir jetzt einfach mal das da hier ab und ich werde weiterhin kommentieren. Also, da habt ihr jetzt den Flughafen gesehen und dazu, wie ich dann angekommen bin, kommt jetzt. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, es ist jetzt am Flughafen. Ich habe gerade als erstes den Tower drauf gehabt, da ist es sehr dunkel, er ist nicht so beleuchtet. Ich bin jetzt am Treffpunkt, heute treffe ich mich das erste Mal mit den Querdenkern. Und da fahren wir dann gemeinsam nach Wien. Heute eben am 5. September nach Wien zur Großdemo. Und die möchte ich aufnehmen. Ich muss mir jetzt mit dem Akkustrom kurz halten. Also wir werden erst bei der Demo. Also der Autolärm jetzt so gut war, also der Autolärm ist weg. Also wir werden es dann bei Demos nächstes jetzt eben sehen im Video. Weil was dazwischen bei der Fahrt und so, wenn viele Leute kommen, da kann ich gleich mit der Kamera draufhalten. Muss erst einmal Vertrauen schaffen. Okay, dann bis dann gleich. Es ist übrigens kurz nach 3 Uhr früh. Ja, und da bin ich jetzt dann einfach im Bus. Jetzt habe ich schon mal ungefähr 8 von den Querdenkern kennengelernt, wobei jetzt da alle ziemlich geschlafen haben auf der Hinreise. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin ganz alleine jetzt da unter Fremden. Ja, wir kennen uns noch nicht so gut. Haben auch leider bei der Demo natürlich auch wenig Zeit gehabt, uns gegenseitig zu beschnuppern. Da sind wir jetzt kurz vor Wien in der Busreise, die Sonne geht gerade auf. Und da gehen mir gerade wirklich viele Gedanken durch den Kopf in dem Zeitpunkt. Ebenso jetzt in der Ferne ganz allein zu einem Treffpunkt, der sehr spannend natürlich ist. Okay. Da ist nur den Ton ganz aus. Jetzt sind wir da in Wien beim Karlsplatz, beim Resselpark. Seht ihr jetzt den Resselpark? Und da vorne sind jetzt schon ein paar Querdenker, da sind wir mit dem Bus eben ausgestiegen auf den Platz. Und da packen jetzt die Querdenker, mit denen ich im Bus da gesessen bin, jetzt ihre 7 Sachen zusammen. Und dann gehen wir gemeinsam rüber zur Karlskirche. Da wo nachher eben der Demostand, der Sprecherstand aufgebaut worden ist. Und auf dem Weg dahin sieht man, dass sehr viele Veranstaltungen sind. Da war das vegane Thema am Vortag aktiv, wie ihr seht. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Und wie gesagt, es gibt viele Baustellen. Man merkt ja, wie viele Baustellen schon ineinander greifen und auch das vegane Thema. Und wie gesagt, der Resselpark ist in einer wunderschönen Umgebung mit schönen alten Bauten. Da im Hintergrund seht ihr ja auch noch
die musikalischen Institute, da natürlich die Querdenker, und dahinter sind diese Institute, wo es um die Musik geht. Und viele Museen sind da in der Nähe, das Parlament natürlich, nicht vergessen, der Stephansdom. So, und da ist jetzt der große Teich von der Karlskirche. Das ist der Platz, da wo es doch die eigentliche Veranstaltung dann stattfinden wird. Um 10 Uhr war es angesagt gewesen. Ja, und um 8.30 Uhr sind wir mit dem Bus angekommen und da ist jetzt kurz nach 8.30 Uhr. Da wird der Stand eben erst aufgebaut, alles ist noch komplett leer. Es sind nur die Querdenker, Denkenveranstalter und ich da. Genau. Jetzt sind wir eben vorne beim Platz, seht ihr es aus der Nähe, die Karlskirche. Dann wisst ihr auch, Kaiser Karl, die Sage, der Kaiser Karl in Untersberg, der was da drinnen schläft, heißt es ja auch, wenn dann die Zeit ist, gegen den Widersacher oder Antichrist, wie man immer ihn nennen will, zu kämpfen, wird er aufwachen, der Kaiser Karl, und aus dem Untersberg steigen und gegen diesen Widersacher kämpfen. So finde ich den Platz beim Karlsplatz doch auch sehr passend, dass man da so einen Stand von Querdenken aufbaut, aber auch für andere wichtige Veranstaltungen natürlich. Ja, und jetzt ist dann ganz bald kurz davor, dass dann ja, zum Spaziergang geht, denn die Veranstalter von Querdenken hier noch ein paar Impressionen von den veganen Veranstaltungen am Vortag. Aber wie gesagt, es wurde ja angeregt, bevor um 10 Uhr die Veranstaltung losgeht, dass man um 8.30 Uhr rund um den ganzen Platz, zum Parlament herum, beim die ganzen Museen, der Hofreitschule, überall rundherum mal spazieren geht, sich mit Leuten unterhält. Wisst schon, wie das so ist mit den Spazieren. Ist auch so, ja, ein, also wie das gerne gemacht wird in Zeiten des Coronas mit dem Spazieren. Ja, und bevor ich jetzt dann zum Spazieren losgehe, verlese ich jetzt hier noch, was am Tag eigentlich geplant war. Also jetzt lese ich mal vor, wie der Reihe nach die Sprecher damals geplant waren. Und daran erkennt sie dann auch schon, dass die Liste mit dem tatsächlichen Tag dann ja gar nicht mehr wirklich übereinstimmt, weil die deutsche Querdenken-Veranstalter da schon sehr viel durcheinander reingebracht haben, durch das Dazwischenquetschen, sich viel Zeit herausgenommen haben, was ihnen zugestanden ist, und auch ja, Leute eingeladen haben, die was einfach nicht passt haben. Und mit der Liste da, was ich jetzt vorlesen wird, nichts konform hat. Hallo liebe Leute, jetzt bin ich angekommen in Wien. Hinterbei, da wird die Bühne aufgebaut von der Querdenken-Veranstaltung heute zur Großthema. Und ich muss Akku sparen, darum habe ich mir einfach mal etwas zusammengeschrieben, was heute halt der Tag abläuft. Das lese ich jetzt schnell vor und danach schauen wir uns einfach an, was alles passiert, okay? Also um 10 Uhr ist die Begrüßung mit den Veranstaltern. Um 10.10 Uhr gibt es dann von den Best Friends die Friedenshymne. Um 10.15 Uhr mit dem Motto Aufruf zum Mut. Da spricht dann der Dr. Erwin Erwin Rigo, genau. Um 10.30 Uhr geht es um das Thema Zahlen und Fakten mit Dr. Bodo Schiffmann. Dann haben wir mal kurz Musik und um 10.50 Uhr geht es Diener der Wahrheit mit Samuel Eckert. Um 11.05 Uhr wieder Live-Zuschaltung mit Dr. Wolfgang Modak. Haben wir wieder Musik dabei, also viel Musik und Künstler sind auch mit dabei und gestalten halt diese Demonstration wieder sehr locker. Um 11.25 Uhr geht es um Klage an Pump for Hope. Es ist also eine Live-Pressekonferenz mit Alexander Ehrlich. Zwischenbei wieder Musik. Dann geht es um 12 Uhr weiter mit dem Motto Der mögliche Plan B für uns mit Martin Rutter, der das vorträgt. Um 12.15 Uhr geht es dann wieder mit Alexander Motschmann weiter.
Hier geht es um Covid-19 international mit zwei Gedichten zu Covid-19. Um 12.45 Uhr Unabhängigkeit der Medien. Der Armin R. Erbsel wird da sprechen. Um 12.55 Uhr geht es wieder weiter mit Smart oder Leben mit Michael Jordan. Der Mut der Kinder, wieder ein Video zeigen mit der Mut der Kinder. 13.10 Uhr, Umbau ohne Verantwortung, wieder mit dem Armin R. Elbs. Und dann wieder Mischmusikeinlagen. Um 13.25 Uhr heißt das Thema Transformation mit Katharina Roland. Ja, und um 14.50 Uhr ist dann die Verabschiedung und bis dazwischen, zwischen 23.25 Uhr und 14.50 Uhr gibt es noch so ein offenes Programm heute. Ja, für die Hartgesottenen geht es auch wieder weiter um 16 Uhr beim Freiheitsplatz am Hauptplatz in Graz. Also gleich nach dieser Demo geht es ja nach Graz für viele weiter. Für mich aber nicht, ich war dann gleich nach Salzburg weiter. Okay, soviel zum Tagesprogramm. Wie gesagt, ich halte mich jetzt kurz, ich muss Akku sparen. Es ist wirklich die richtige dann 6 was geht. Bis dann. Ja, und jetzt begebe ich mich dann zum Spaziergang. Und ihr seht da, so haben die Veranstalter sich das ungefähr vorgestellt. Ihr seht hier, findet die ganze Veranstaltung statt. Und da rundherum sind wir jetzt dann alle spazieren gegangen. Was heißt wir? Ich war ziemlich alleine beim Spaziergängen, ich habe keinen anderen angetroffen. Wer weiß, wer gerade da war, währenddessen nicht da war oder sonst irgendwo. Genau. Und ein bisschen vor, da am Karlsplatz. Genau, jetzt tun wir den Ton da wieder weg. Da sind so ein paar Eindrücke, Gebäude, die Handelsakademie. Das ist noch eben da kurz vom Karlsplatz, da wo ich jetzt mit meinem Spaziergang einfach beginne. Und ihr seht da wirklich, was für wunderschöne Bauten das Wien da zu präsentieren hat. Ja. Karlsplatz hier eben da in der Nähe. Also es ist echt eine Reise wert. Da seht ihr, habe ich einen kleinen Regenbogen gefunden. Also für mich steht der Tag total wunderbar unter dem Regenbogenmotto, wie ihr es sehen könnt. Ja, okay, da dann sind wir jetzt auch noch kurz vor der Stephansdom. Sieht man dann auch natürlich ein Tatzenkreuz. Man sieht da sehr interessante Sachen auf dem Weg. Dort ist es kurz vor der Hofreitschule jetzt. Bei meinem Spaziergang jetzt so kurz, das ist jetzt ziemlich in der Nähe von Stephansdom. Und da in der Hofreitschule, was ein schönes Gebäude das ist. Und dann läuft man auch nur das Hotel Zeitgeist über den Weg. Natürlich hat das nichts damit jetzt zu tun, das Hotel, aber das hat mich doch an den Tag daran erinnert, wie man das Hotel über den Weg gelaufen ist. Dass so Zeitgeist, so 2007 herum, eines meiner Einstiege war, wo ich mit den ganzen Verwirrungen mitbekommen habe. Also diese ganzen Verwirrungen, diesen sogenannten Verschwörungstheorien, die uns eben nicht über diese Medien mitgegeben wird. Ja, und da jetzt noch den Spaziergang. Ich bin jetzt wieder auf den Karlsplatz, also besser gesagt vor der Karlskirche wieder angekommen. Und da sieht man jetzt schon die ersten Menschen eintreffen, die sich da schon einstimmlich da mal hier die Augen rausschauen. Na, okay. Ihr seht es da, jetzt sind noch nicht ganz so viele Leute da, es ist eben erst der Anfang, ich glaube so ungefähr in einer halben Stunde geht es jetzt dann erst wirklich los. Und da seht ihr auch, wie da einer von den Querdenkern, mit dem bin ich im Bus mitgefahren, mit dem Megafon Werbung für die Querdenker macht an dem Platz. Ja. Und ihr seht, es sind keine Nazis da, es sind ganz friedliche, normale Menschen. Ein Reichsbürger haben wir jetzt schon gesehen, klar, über das habe ich mich eh schon geäußert, aber der eine hat da jetzt nichts mit der ganzen
Veranstaltungsteilnehmern hier, die da gerade sitzen, zu tun. Das sind keine Reichsbürger. Aus dem Grund sind ja nachher auch von den knapp 1000, wo es circa mal schätzungsweise da waren, dann nach dieser Reichsbürgeraktion und der Flane, die Friedensfahne, was zerrissen haben, ja nur noch knapp vielleicht 400 Menschen da gewesen von den 1000. Jetzt werden schon einiges mehr, wie ihr seht. Jetzt beginnt es wirklich bald, die Veranstaltung. Wir haben eh schon ganz schön die Füße wehgetan, zuerst der lange Spaziergang, aber danach dann diese über 4 Stunden da vor der Bühne stehen und das zu filmen, das hat mir erst weh da. Also ob es jetzt genau mehr oder weniger wie 1000 waren, kann ich jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, weil wie gesagt nur genau auf dem Platz, wo ich jetzt gerade sehe, gestanden bin, den Einblick wie von so einer Perspektive, ja, oder anderen habe ich natürlich nicht gehabt. Und ihr seht, es geht eben um unsere Kinder vor allem, ja. Und darum bitte versteht die Meinung nicht falsch, es hat nichts mit Homosexuellen zu tun gehabt, das mit dem Fahne zerreißen, denn auch die Homosexuellen haben natürlich ihre gesellschaftliche Berechtigung, für die müssen wir es auch einsetzen. Aber es ging hier um die Kindesmisshandlung und ansonsten nichts anderes. Ja, und da seht ihr eben einfach jetzt noch ein paar kurze Fotos, was ich so von da gemacht habe. Okay, und somit... möchte ich mich jetzt verabschieden. Ich bedanke mich, dass ihr Interesse gezeigt habt, auch zu diesem Teil des Videos, nicht nur zu den einzelnen Sprechern, die ich veröffentlicht habe. Ich hoffe, ihr habt es genau erkannt, dass ich nicht gegen die Querdenker bin. Ich bin auch nicht gegen irgendwelche andere Meinungen, nur sie haben alle ihren gewillten, gewissen Platz. Ja. Und somit bedanke ich mich bei euch für euer Interesse. Ich verabschiede mich jetzt nun und sicher habe ich sicher noch irgendwas vergessen zu erwähnen. Sowas passiert immer, aber für sowas gibt es ja Nachgespräche, wenn es euch interessiert. Vor allem hier von den alternativen öffentlichen oder privaten Medien. Ich war vor Ort der einzige wirkliche Journalist an dem Ort, von den alternativen Medien. Und somit vergesst dann nicht natürlich Servus TV und Ö24, die haben wunderbare Berichte gebracht. Die haben auch den Dr. Peer schon mal interviewt, die Ö24er. Das wurde auch bei der Demo abgespielt, das Interview. Das ist auch noch ein Video, was ich euch nicht zeigen konnte, weil das sind die Urheberrechte bei Ö24. Die kann ich noch nicht einfach jetzt über meinen Kanal ablaufen lassen. Aber sucht über Dr. Peer auch noch die Interviews im Internet nach. Recherchiert es noch über Ö24 mit Interview Dr. Peer. Und somit haben wir dann alles erwähnt über diesen Tag. Und wenn ihr noch Fragen offen habt über den Tag, ich kann es euch genau sagen. Und somit verabschiede ich mich jetzt. Es ist jetzt Montag, kurz nach 10 Uhr abends. Samstag in der Früh bin ich aufgestanden. 2 Powernappings habe ich dazwischen gemacht. Das heißt, 2x eine halbe Stunde geruht. Weil ich musste das alles schnell raushauen, aber auch nicht zu vorschnell. Es musste der letzte Teil vor allem jetzt wohl überlegt sein. Somit gehabt euch alle wohl und ich gehe jetzt schlafen. Tschüss.